Nightfight im Flumserbergen nach Parallelsalon Tradition wird fortgesetzt und mit dem Neubeginn natürlich auch ein Apero für Prominenz. Mit dabei natürlich der Christoph Gull, Gemeindepräsident von Flums und der Gemeindepräsident von Wallenstadt, der Angelo Umberg. Und natürlich ein Sponsor braucht es für Bartoletter Thomas Spiegelberg. Die Hauptperson aber sicher Celine Döringer und der Fabrizio Gull, der jetzt begrüßt. Ja, liebe Skifreunde vom Skiclub Flumserberg, ganz herzlich willkommen am Nightfight 2017, der erste Austragung von dem Nachtparallelslalom am Flumserberg. Es wartet schon gut anderthalb Jahre genau auf den Moment, wo es da etwa losgeht. Das war nämlich da. Die Idee ist etwa vor vier Jahren entstanden und vor gut anderthalb Jahren haben wir angefangen, den Anlass innerhalb eines zehnköpfigen OK aufzubauen. Celina und ich haben da ein bisschen den Lead übernommen und freuen uns jetzt umso mehr, dass es endlich losgeht. Heute Abend geht es auf der Piste einerseits vor allem um die Trophäe. Uns ist es aber eigentlich von Anfang an darum gegangen, nicht nur ein Skirennen zu machen, sondern einen Anlass für den Flumserberg, etwas Neues zu kreieren, einen Anlass für den Skisport, für den Breitensport zu machen. Und wir haben dabei immer versucht, eure Erwartungen möglichst zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Und ob es das dann gelungen ist, sehen wir in wenigen Augenblicken, wenn sich dann da hinten auf der Piste die Fahrerinnen und Fahrer duellieren. Sie starten in vier Kategorien, haben jetzt bereits zwei Qualifikationsläufe absolviert, dass wir es nachher in der richtigen Reihenfolge einstufen, dass es dann bis zum Schluss spannend bleibt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch allen für die Unterstützung danken. Sei das mit einem Sponsoring, mit einer Partnerschaft, sonst mit irgendwelchen Dienstleistungen, die ihr da erbracht habt in der letzten Zeit. Vielen herzlichen Dank im Namen von mir und der Selina und vom ganzen OK und dem Skiclub Flumserberg. Danke vielmals. Yes. Und das ist ein Format, das jetzt wieder auflebt. Und der Hannes, der ist viele Jahre in Amerika Profirennen gefahren, genau seine Rennen. Und hat dann über mehrere Jahre hier am Flumserberg eigentlich wöchentlich seine Rennen veranstaltet, irgendwo in den 80er Jahren. Und wie das hier genau war und von diesen Anfängen am Flumserberg und dass der Flumserberg eigentlich Vorreiter ist in dieser Disziplin und schon eine lange Tradition hat, erzählt er euch jetzt noch schnell in den nächsten paar Minuten. Guten Abend miteinander. Der Fabrizio hat gemeint, es wäre vielleicht gut, wenn ich ein paar Worte sagen würde. Weil eben die Skirennen sind mir natürlich bestens vertraut. Aber es ist auch im Flumserberg also wie ein bisschen Tradition geworden, Parallelslalom. Das hat aber schon lange vor meiner Zeit eigentlich angefangen. Und zwar Mitte der 60er Jahre ist der Edi Bruckmann, damals mal in der Nationalmannschaft, hat einen Silvestersalon gemacht, das war im Tannenheim. Tannenheimhang war. Der war sehr steil, technisch anspruchsvoll. Aber es war spektakulär. Also schon damals hat man gesehen, die Parallelrennen ist einfach etwas ganz Spezielles. Er ist also eigentlich der, der am Flumserberg das angefangen hat zu machen. Ich bin im 77 bin ich auf Amerika, eigentlich zum Skischule gehen und bin dann durch einen Zufall in die Profigeschichte hineingeraten. Fünf Jahre bin ich Profi gefahren und mir hat es aber vom ersten Moment hat's mir den Finger reingenommen. Also einfach, das, der ganze Anlass ist so unglaublich gut. Im 80er musste ich zurückkommen, weil mein Vater krank war. Dann habe ich hier am Kreuz oben, damals war das noch ein Hotel, habe ich dort mitgeholfen und habe Skischule gegeben. Und zum Glück, genau in diesem Zeitpunkt, ist in Europa parallel Slalom, Riesenslalom, also Profi in Europa aufkommen. Und ich habe natürlich gesagt, da muss ich unbedingt mitmachen, da muss ich unbedingt gehen. Ich hatte das Feuer, alleine wollte ich aber nicht. Da habe ich ein paar Kollegen angerufen und das war sehr schwierig, weil damals war es FIS-Weltcup. Die waren sehr gegen Profi, die hatten Angst. Bei den Profi hat man Geld verdienen, die hatten Angst, sie verlieren die Rennfahrer an Profi. Dann haben sie bestraft, also alle, die Profi gefahren sind, dann haben sie die FIS-Punkte gestrichen. Da habe ich einen einzigen Kollegen, der spontan zugesagt hat, zum mitkommen, die Profirennen. Der ist heute auch unter uns, das ist der Norbert Bliss. Er hat mir spontan zugesagt und gesagt, jawohl, ich komme mit. Schon im ersten Rennen
sind irgendwie Skifirmen auf mich aufmerksam geworden. Ich habe Jobangebote bekommen und habe dann auch zugesagt, das war K2. Ich musste ein Skilehrerteam für die ganze Schweiz und das Profiteam für Europa zusammenstellen für K2. Natürlich der Erste, den ich gesetzt habe in diesem Team, das ist mein Kollege, der Norbert. Hier, die schnell zeigen, hier, Norbi. Er ist der, den ich als Ersten in dem Team gesetzt habe. Und wir haben dann die Rennen gefahren. Im 82 ist es mir gelungen, um den ganzen Tross, also die Europa-Profi, auf Lomser Berg zu bringen. Wir haben den Mittenwald vorne, haben wir einen spektakulären Anlass gehabt, parallel natürlich, wie es sich gehört, eine super Piste. 2-Meter-Schanze, ihr seht hier so Fotos, das ist von dort. Da haben wir Alfa Romeo, ist unser grosser Sponsor gewesen, K2 und Tirolia. Er hat hier gerade noch eine Nummer. So hat das ausgesehen. Gliss, oder? Der Name drauf. Die Nummer hast du auf der ganzen Tour, wir sind ganz Europa rum, hast du immer die Nummer gehabt, wo mit der du gefahren bist. Also war sensationell gewesen. Mal Tour ist mir nicht mehr gegangen. Ja, er hat ein wenig gerührt, er hat ein wenig gerührt. Profiose. Nein, item auf jeden Fall. Leider sind dann die Rennen nach ein paar Jahren auch gestorben, finanziell. Weil eben auch der Weltcup das so blockiert hat mit den Rennfahrern und so, hat man auch nicht so Sponsoren bekommen. Ich hatte den Vorteil, ich habe dann die Starttürli, übrigens die jetzt hier oben sind, weil ich für K2 gearbeitet habe, ich die bekommen. Und habe von dort weg nachher 5 Jahre hier hinten am Feldherrenhügel, das ist ein Übungslift hinten, habe ich jeden Freitagsnacht Parallelrennen gemacht mit Flutlicht. Natürlich nicht so gut, wie wir jetzt hier haben, aber es hat gelangt. Ursprünglich wollte ich es für die Hotellerie, Hotelgäste, Personal und so. Das hat aber nicht so gehauen. Und wir haben längere mehr Rennfahrer bekommen. Wir haben Fahrer gehabt, regional und Kaderfahrer von Appenzell, Toggenburg, Glarner und natürlich unserer Region. 5 Jahre, jeden Freitag zur Nacht. Wer hat geholfen? Natürlich der Nörbi. Er war der, er hat Zeitmessung gemacht, wir haben miteinander gesteckt. Also ganz ein kleines Team, wo wir waren. Dann ist es mir zu viel geworden. Ich hatte Familie, ich hatte ein Geschäft. Dann hat der Balz Gadient das von mir übernommen, hat das für einen Winter weitergeführt. Dann war es dem Balz auch zu viel gewesen. Und dann hat der Dumai, der Wildhaber Remo, ist auch da hinten, kannst auch schnell führen kommen. Dann ist der Remo hat das übernommen und hat 2-3 Jahre im Mittenwald vorne gemacht. Immer am Freitag zur Nacht, vor allem dann für die Rennfahrer. Wir hatten immer super Preise von der K2. Pro Anlass, pro Abend hatte ich mindestens 1'500 Franken Naturalpreise gehabt, und das hat natürlich Leute angezogen. Oder? Und jetzt schließt sich eigentlich der Kreis. Wenn ich schaue, was sind wir hier? Wir haben wieder am Flumserberg einen sensationellen Anlass. Ich will nur am Skiclub mal danken und gratulieren für das, dass ihr Mut habt. Es ist natürlich heute nicht einfach, etwas zu organisieren und zu machen. Es braucht Aufwand, es braucht Helfer. Man weiss nicht, hat es Erfolg oder nicht. Ich bin überzeugt, es kann Erfolg haben. Selina, man hat es gehört, man hat es gesehen, die Strahlen in den Augen, die der Skiclub erwähnt wurde. Also, du bist auch begeistert, gell, von dem Ganzen hier. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wir hatten die Idee vor etwa 4 Jahren mal das erste Mal gehabt. Und seitdem war es eigentlich immer ein bisschen im Hinterkopf. Gewesen. Und jetzt sind wir natürlich, ist das natürlich super, dass wir jetzt hier wirklich 10 Minuten vor dem Start dastehen und es endlich losgeht. Und du bist im Skiclub von Lumserberg, gell? Ja, genau. Du wohnst nicht hier, aber bist im Skiclub? Nein, ich komme eigentlich aus dem Zürcher Unterland und bin erst seit 4 Jahren im Skiclub. Aha, weißt du, da war es ein bisschen so, wenn wir Skifahren waren, nicht im Flumserberg, sind wir die von Zürich gekommen, von der Rheingruppe Zürich, da sind wir immer so überrascht, wie die können Skifahren können. Also, das ist wirklich ein Magnet. Flumserberg, überhaupt das ganze Land zum Skifahren, ist das ein Magnet auch von Zürich her? Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich sehr nahe, gut erreichbar von Zürich. Darum ja, ist das natürlich schon eine Destination, die man immer wieder mal wählt, wenn man Skifahren will. Du musst jetzt eine Piste, das ist der Dings, der Pokal, gell? Genau. Jetzt, vorher sind zwei Jungs mir entgegengekommen und gesagt, hey, sie haben mich kennt. Und sie haben gesagt, wir haben sich auch bei der Qualifikation, haben sie gesagt, wow, drittletzter ausgeschieden. Sie sind alles Rennfahrer oder Fahrer. Also eine harte Qualifikation heute Nachmittag. Ja, ich glaube, gerade bei der Männerkategorie war es eine harte Qualifikation. Ja. Wir können das natürlich nicht steuern, oder, wer sich da anmeldet. Es ist ein breiter Sportanlass, auf jeden Fall. Also, es soll jeder mitmachen können.
Aber gerade bei den Herren haben sich natürlich jetzt schon viele angemeldet, die auch Top-Fahrer sind natürlich. Ich glaube, über 100 Anmeldungen, gell? Genau. In verschiedenen Kategorien. Ich glaube, Damen, Herren, Jugend oder so. Ja, und Kind. Und genau. Kind noch. Und die Ältesten sind so Jahrgang 68. Gell? Gut, genau. Also, dann musst du jetzt auf die Piste. Was ist es noch als nächstes, was machst du kurz vor dem Start? Ich gehe jetzt mal in den Zielbereich, gehe mal schauen, ob die Zeitmessung parat ist, ob mir der Speaker noch eine Auskunft muss geben muss. Und dann soll es losgehen, ja. Herr Revival, Parallelsalon, wir haben es gehört. Was bedeutet das jetzt für den Flumser Berg, für die Bergbahnen? Ja, für die Flumser Bergbahn ist natürlich das sehr willkommenes und sehr grosses Ereignis. Wir sind eigentlich froh für jeden Anlass, der bei uns stattfindet. Wir haben ein Gebiet, das fortschrittlich ist. Wir schauen in die Zukunft und wir sind natürlich daran interessiert, dass wir hier all unseren Besuchern etwas zeigen können. Und für uns ist sehr wichtig, dass wir eine Initiative Club haben, wie hier der Skiclub Flumser Berg, und dass wir einen guten Sponsor haben wie die Firma Bartolet, und dass wir mit denen zusammen hier können etwas für die Zukunft tun. Also Flumser Berg und Bergbahnen sind nur so gut, wie sie eben zusammen harmoniert. Also eben natürlich das rundum, eben neben anderem eben natürlich der Skiclub und eben auch Sponsoren und so weiter. Ich glaube, das sieht man im ganzen Leben. Das Wichtigste ist, dass man nicht interne Reibungsverlust hat. Das muss, wenn man etwas machen will, muss es harmonieren. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren bewiesen, dass wir da wirklich einiges können auf die Beine stellen. Es gibt überall, wo man arbeitet, gibt es auch andere Meinungen. Dann muss man diese Meinungen koordinieren und man nachher zusammen am gleichen Strick ziehen. Und ich glaube, da haben wir da oben in einigen Fällen schon können machen und haben auch entsprechend Erfolg gehabt. Und jetzt nach zwei, dreimal Winter mit Durchstrecken, ich glaube, hat es super angefangen. He? Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden. Also wenn ich mich zurückerinnere, was hier vor einem Jahr war, dann ist das natürlich fantastisch und wunderbar, was wir jetzt erleben. Und wir müssen einfach jedes Jahr nehmen, so wie es kommt. Aber wir dürfen uns auch echt freuen, dass wir jetzt mal einen guten Start haben. Damit heisst es nicht, die Hände in die Schoss zu legen, sondern jetzt wird weitergezogen und weitergemacht. Aber wir freuen uns über den hervorragenden Start. Und natürlich auch auf die Bergbahn oder auf die neuen Sessel oder Bartolet oder zur Verfügung gestellt, das nächste Jahr oder nicht? Oder wann könnt ihr denn eigentlich da? Ja, ja, also der Zeitplan, da würde ich mich nicht vergeben, das wäre eine operative Frage. Wir freuen uns natürlich auf die Zusammenarbeit mit der Firma Bartolet. Da machen wir auch etwas Grosses und da sind wir dran. Aber da braucht noch einiges. Wir haben da einen guten Start gehabt und der Rest ist Arbeit. Und ich glaube, da sind wir auch zuversichtlich. Und ihr sind der Sponsor, gell, bei dem Parallelsalon. Warum sind jetzt ihr der Sponsor? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir auch regional verankert sind. Wir sind schon länger Sponsor der regionalen Skiclub. Und jetzt durch die Zusammenarbeit vermehrt wieder auch mit der Bergbahn Flumsenberg. Das ist etwas, das uns beflügelt. Und nicht zuletzt natürlich auch, dass wir unsere Produkte hier am Berg vor Ort, vor der Haustür zeigen. Und wenn man solche Anlässe unterstützen kann, tut das ja schlussendlich uns am Schluss auch. Wichtig ist, dass unseren Kunden gut geht. Und das ist einer von den ganz wichtigen, dass die Sportler eine Basis finden, wo sie sich wieder aufbauen können. Ich glaube, in den letzten Jahren hat man gesehen, ist ja die Anzahl Skifahrer eher im Rückgang. Und nicht zuletzt hat es jetzt Aktionen gegeben von der Schweiz aus, vom Schweizerischen Seilbahnenverband und so weiter. Und da freuen wir uns ganz speziell, dass das eigentlich wieder ein gewisses Revival gibt. Wir sind auch realistisch. Ich glaube, dass wir ein richtiges Comeback im Sinn, dass es von den Sportlern, Skifahrern wirklich einen Tanz nach oben gibt. Ich glaube, da sind wir auch realistisch. Aber nicht, dass wir die Talfahrt weiterhin deren zuschauen müssen. Wir sind Frauenspezialisten bei der Bergfahrt. Wann kommt das jetzt, wo wir schon lange drauf planen? Da? Das, wie gesagt, das hat im Zusammenhang natürlich in Absprache mit der Gesellschaft. Da sind wir am Planen. Und ich glaube, in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren wird das irgendwo dann ein Highlight geben. Aber richtig ist eben nicht nur das Geschäft, sondern auch immer nach am Puls sein, nach bei den Kunden sein. Es braucht beides. Da, das Motörchen, der Puls und das Herzblut läuft nur dann, wenn es genügend Nährstoff hat. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das kommt nur dann zustande, wenn man gegenseitig sich versteht, guten Austausch hat und etwas miteinander kann realisieren kann, wo man sagen, wow, wir haben etwas erlebt und wir haben etwas gemacht für die Region, für uns alle und dann leben alle wieder davon. Das ist das Ziel. Genau, und das Herzblut, das hat man allerorten gespürt. Bei der Organisation, bei all den vielen Helferinnen und Helfern auf der Piste und natürlich auch bei denen, die jetzt hier ganz nervös auf den Start gewartet haben. Ich habe ein paar Fragen gestellt, so im Umfeld. Warum machst du so weit? Ja, weil es eine gut organisierte Sache ist und lustig ist und Spass macht. Und wenn es läuft, finde ich, sollte man das unterstützen. Es war hart, gell, Qualifikation?
ist ein hochs Niveau, ja. Es sind ein paar Rennfahrer da und ja, es ist nicht einfach. Ja, das glaube ich auch. Zum Teil noch hart, aber sonst gute Verhältnisse, gell? Ja, sehr gut. Ich meine, die Piste ist jetzt in einem Top-Zustand, denke ich, oder? Und es ist tiptop. Ich denke auch, dass es relativ fair ist jetzt für einen Haufen Fahrer, weil es gleich einigermaßen die gleichen Verhältnisse vortreffen. Also. Sind ihr nervös da? Nein. Nein? Du auch nicht? Nein. Aber es geht mal ein hohes Niveau, gell? Ein hohes Niveau gewesen, gell? Ja, auf jeden Fall. Die letzten... Und wird gut präpariert, haben wir gerade gesehen. Wunderbar, ja? Wunderbar. Also super Verhältnis. Ja. Du siehst nach Sieger aus. Nein, Nico. Nein. Sonst Mittelfeld. Ah, gut, okay. Also Favoriten sind gleich, gell? Ja, sicher. Meinst du, gewinnt der Einheimisch? Hat ja auch noch Unterländer da. Ja, ich bin schon ein Einheimisch. Meinst du? Super. Wir haben hier präpariert, gell? Ja. Super Verhältnis, he? Super, sensationell. Ja. Alles parat. Genau. Und wenn man so vergleicht mit dem letzten Winter, ganz speziell gut. Ja, mal, gell? Ist natürlich herrlich, der Winter, ja. Absolut. Bist du auch schon mal gefahren, Parallelslalom? Ja, schon lange her. Schon lange her, ja. He? Ich habe gehört, recht ein hohes Niveau, he? In dem Fall. Ja. Ja, nein. Nein. Spass. Ist das auch genau oder haben wir noch ein bisschen gefissen? Alles genau, nein. Wir haben ausgemessen, eine Schnur gehabt und gespannt. Und das ist alles ganz genau, bis ins Ziel. Also, wenn jemand sagt, das stimmt nicht gleich ausgesteckt, das stimmt nicht, gell? Das ist alle beides gleich ausgesteckt. Aha, gut, okay. Ja. Fährst du mit? Bist du nervös? Ein bisschen, ja. Und, bist du mal parallel Salon gefahren? Ja, aber nicht in der Nacht. Aha, fährst du gegen den Meitler oder gegen den Bub? Gegen Meitli. Heula! Also gegen den Bub wäre doch interessant, oder nicht? Ja, hoffentlich gibt es nachher noch einen Lauf. Gibt es eigentlich auch gemischt? Ja, Meitli-Bub? Ja, ich glaube schon. Und wir sind Meitli-Bub haben sie zusammengenommen. Gegen wer trittest du zuerst an? Keine Ahnung. Ah, das ist einfach zufällig, und wird man da zugelassen, oder wie geht denn das? Nein, da ist immer der Erste gegen den Letzten und dann so weiter, halt so Zweit gegen Zweitletzte, Dritt gegen Drittletzte. Hey, woher kommst du? Du kommst von St. Gallen, gell? Ja. Hat es einen Haufen, die da sind, die nicht von Flums kommen? Hast du einen Haufen Kolleginnen da? Nein, nicht wirklich. Halt die vom Skiclub. Also, bist du auch im Skiclub auch? Ja. Aha, okay. Und, fahren Sie gut? Ja. Welche Piste willst du? Die rote oder die blau? Das muss ich jetzt immer schauen, weil ich das besser wäre. Ja. Gehst du die Pauke zwischen beide gleich, aber es gibt auch nicht? Nein, es gibt aber immer schneller. Gell? Ja. Und das ist doch immer so, bei jedem Parallelsalon sagt man auch links oder rechts blau oder rot. Was ist denn der Flums? Hat es die blaue Piste genommen und ist dann unten hat er so locker über das Ziel durchgegangen. Eins ist mir sicher gewesen, es ist dann ein nach dem anderen gestartet und nach jedem Start hat man wieder geschaut, dass die Piste super ist. Also die vielen Helferinnen und Helfer haben wirklich gar nichts im Zufall überlassen. Ein ungeheures Engagement für den Parallelsalon. Selber hatte ich das Gefühl, sind beide Pisten etwa gleich schnell. Ich hatte wirklich aufs Fahren drauf angekommen. Zuerst hatte ich das Gefühl, die rot, dann wieder die blau. Ja, und dann habe ich Petra gesehen, habe dann Petra gefragt vom Werderberger Skiclub, was sie meint. Petra, die letzten Tipps, oder was? Nein, selbst schon nicht. Du, jetzt hast du vorhin gesagt, die rot, ich glaube, die blaue Piste schneller. Was meinst du? Ich habe es nicht genau gesehen. Sie müssen einfach schnell Skifahren, dann kommt sie drauf an. Das ist sicher recht, aber wisst ihr, beim Skisport geht es manchmal um Hundertstel und dann diskutiert man natürlich, was ist es da die Schuld? Ist es vielleicht der Lauf oder dies oder jenes? Was sicher nicht war, das ist die Piste. Die beiden Pisten sind super präpariert worden und dann ist eins nach dem anderen gestartet, bei jedem Signal ist einer rausgeschossen aus den Startlöchern. Manchmal hat man den Start ein bisschen verschlafen, ist auch eine Übungssache natürlich. Und dann natürlich haben es eben auch Leute gegeben, die da oben das bewundert haben. Nebst anderen war solche, die leider wegen der Qualifikation keine Startnummer bekommen haben. Haben, wie er hier, der doch ein bisschen enttäuscht war. Ich habe gefragt. Gell, eine harte Qualifikation? Ja, ey, super hart. Und jetzt, wenn du so zuschaust, dass du leider nicht mitfährst? Nein, es war schön, es ist, hat mir gefallen, aber es gibt Schlimmeres. Ja, gell? Und der Kollege, wo ist er? Ja. Was sagst du? Schon ein bisschen schade. Schade, gell? Es wäre super, sitzt er hier, deren Ambiente runterfahren. Du, jetzt mal unter uns, gell? Hast du das Gefühl, die blaue Piste ist schneller? Ja, das habe ich jetzt gerade auch gesehen, weil mein Teamkollege ist gerade auf der roten rausgefuhlt, ob wir ja,
Das sehe ich auch so. Ja, vielleicht klappt es dann mit der Qualifikation das nächste Mal. Wir wissen, es geht manchmal um Hundertstel und jeder hat durch die Hoffnung, er könnte das nächste Mal mitmachen und er gewinne da. Aber ihr habt auch gesehen, der Sportgeist ist wirklich alles. Übrigens auch der Geist und das Engagement von all denen, die hier auf der Piste geholfen haben. Es hat wirklich unglaublich viele sehr, sehr gute Leute. Husch, schon wieder einer vorbei hier am Stadtkar. Zuschauerinnen und Zuschauer haben wahrscheinlich manchmal gar nicht gewusst, was für Cracks das hier angetreten sind. Das ist übrigens der Angelo Umberg und abseits von der Piste natürlich auch Kunststückli. Ja, aber Zuschauerinnen und Zuschauer haben vielleicht manchmal gar nicht gewusst, dass da ehemalige Rennfahrer auch Weltmeister am Start sind. Der Speaker hat alles gegeben und die Helfer eben alle auch. Hans-Rudi Meier vom Skiclub Lunsenberg. Ja, und was ist deine Aufgabe? Zielchef. Hoi, ja. Das ist ja gefährlich, du musst aufpassen. Gell? Immer ein wachsames Auge haben, du sagst es. Genau. Aber jetzt aber ganz ehrlich, ist es die rot oder ist es die blaue Piste schneller? Die blaue ist schneller. Aber nicht weiter sagen, hat er gesagt. Ein Hoppel ist vielleicht auch besser gewesen. Wie der nächste Beta-Läufer sehen Sie hier. Einmal hat er jetzt rot gewonnen, zum zweiten Mal wieder rot gewonnen. Ja, also ich habe langsam gedacht, Hoppel. Und gesehen hier, also ein Fotofinish ist, glaube ich, der mal blau gewesen oder vielleicht rot. Auf jeden Fall, Sportlichkeit hat überragen. Wer verloren hat, hat gratuliert, hat die Startnummern abgegeben. Die anderen sind mit der Sesselbahn nachher wieder hochgefahren. Die riesige Sportlichkeit hat mich wirklich überrascht. Und hier sehen Sie Kalber gegen Hobby, rechts Kalber. Der Start ein bisschen verschlafen und nachher aufgeholt, das auf der roten Piste. Und sie gewinnt sie gerne auf der roten Piste. Also, der Schuss ist jetzt eindeutig draussen. Beide Pisten sind gleich schnell gewesen. Super gemacht, super organisiert, super Sportlichkeit. Wie ist gelaufen? Gut. Ist es eisig, ist hart oder ist gut? Nein, super Piste. Super Piste. Der Start und? Ein bisschen verpennt. Aha, ja, ich denke es, gell? Ja, erst mal Zeit, die Hälfte ist aufgedreht. Ganz genau, ja. Aber sonst... Coole Stimmung, ist super, super Anlass. Super. Was der Becker Kalber da sagt, haben alle bestätigt. Übrigens gross und klein, ein Event eben mit Festwirtschaft und eben auch entsprechendes Happening. Und wer kalkert, hat sich können wärmen, hat also gar nichts gescheucht. So, und jetzt im Motor und die nächsten Läufe. Und jetzt also gestartet das nächste Duell. Marco Fenini gegen Pirmin Riesen. Wir dürfen die Athleten auch anführen, die unterwegs sind. Marco Fenini gewinnt das Duell. Pirmin Riesen da damit leider ausgeschieden. Und der Sempla ist voraus. Zocker Stoi kämpft aber hervorragend. Der Fight geht an Sempla, er da damit im Halbfinale. Auch hier ganz, ganz ein knappes Duell. 100stel Differenz. David, könntest du uns einmal ausfindig machen, wer im letzten Heat gewonnen hat? Und im Ziel unterdessen Start Nummer 54, Köpfli Marco, der das Duell gewonnen hat. Und wir... Was brauchst du das? Was? Das ist die Maschine? Bohrmaschine? Also, ja, zum Löcher machen, oder? Nein, ja, ich brauche mich überall zum Stangen setzen, Ziel aufstellen. Ja, immerhin ein Sieg. Das ist nicht so schlecht. Aber ich glaube, das bringen wir im Laufe der Arbeit spätestens im Finale noch ein bisschen besser an. Und dann möchte ich auch eure Runde noch hören, wenn ihr seht, gibt es euch den Finale? Das schon sehr vielversprechend. Jetzt tönt ihr noch ein bisschen eure Stimme hören, jetzt tönt ihr noch ein bisschen eure Ärmel bewegen, damit ihr die auch ganz weit ausstrecken könnt, wenn ihr Richtung Finale geht. Allzu lang geht es nicht mehr. Wir starten jetzt mit dem Viertelfinal. Am David, bitteschön. Lina Blau, Lea. Lea, hopp, 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 hopp. Und das Duell geht an Gadien Celina. Und unterwegs Sven Schweizer gegen Tim Luchsinger. Ja, da wird gekämpft. Wunderbare Bilder hier auf der Piste. Der Tim Luchsinger.
Er gewinnt also das Duell. Und der Siri Erli auf der blauen Piste. Ja, alle haben ihre helle Freude daran. Kann natürlich vor allem die, die dann können rauffahren und eben zum nächsten Lauf antreten. Im K.O.-System ist es Schlag auf Schlag gegangen mit Auslosung und natürlich eben auch super Infrastruktur, die Sesselbahn, die alle rauftransportiert hat und eben auch der wirklich super schöne Event. Ein Event, das zeigt hat, dass Mitmachen mindestens so wichtig ist wie Gewinnen. Das hat sich im Zielbereich immer gezeigt, wenn sich die Paar, die hier als Konkurrenten auf der Piste antreten sind, eben beglückwünscht haben, gegenseitig oder vielleicht auch getröstet haben. Es sind ja gleich immerhin ehemalige Rennläufer am stärksten, sogar Weltmeister in gewissen Disziplinen im Synchron und das war gar nicht so einfach, um hier zu gewinnen. Jetzt die Rangliste. Und diese Rangliste die zeigen, dass in der Tat hier bei den Kindern ein Flumser Berger eben hier zu oberst gestanden ist. Das heisst also, die Leute, die gesagt haben, ja, die Heimischen, die stehen da oben, die haben tatsächlich recht gehabt, wenn man eben dann Quarten, ihr seht es dann, und Janis auch nicht dazu zählt. Und wenn wenn ihr genau wissen wie es so entstanden ist, das Ganze im K.O.-System, dann geht doch einfach auf die Internetseite. Dort ist die K.O.-Systemtabelle drin. Und da seht ihr dann genau, wer hat gegen wer verloren, welche Hundertstel haben gefehlt. Ja, und eben dann natürlich immer in der Hoffnung, vielleicht geht es zum nächsten Mal ein kleines bisschen anders. Weil ganz ehrlich gesagt, Skisport ist immer auch ein kleines bisschen Tagesform, ein kleines bisschen Glückssache. Und da bei diesem Event ist es sicher mehr als um die Hundertstel und Tausendstel gegangen, sondern eben ums Mitmachen. Flumserberg eben bei dem Night Fight.